Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edelum zu einem neuen Part Summer in Mara mit den Zwergwürst. Und ja, wir legen heute wieder mal los und schauen mal erstmal, wie es mit den Quests aussieht, was jetzt hier noch getan werden muss, was wir jetzt hier noch zu tun haben. Sardine fangen, das wird uns wahrscheinlich bei dem Schiff noch weiterbringen, Vergrößerung des Schiffs und so weiter. Das wird dann noch anliegen. Ja, das mit den Kristallen. Feuer auf Korsinsel, das haben wir noch nicht herausbekommen, wie wir das machen. Bau einen Kühlschrank auf deiner Insel und sprich mit Bran. Okay, das können wir gleich machen. Das sind aber die ganzen Nebenquests. Lieblingsfisch. Tinte haben wir nach wie vor nicht gefunden. Fischen. Ja, da können wir noch nicht hin, weil wir noch kein Boot haben. Wir können mal versuchen, dorthin zu kommen, obwohl wir noch nicht das Boot dazu haben. Können wir mal machen. Gut. Ja, Sardelle fangen und dann erstmal. Ja, Feuer machen. Das Start mal hier. Da fehlt uns noch Kohle und wie wir an Kohle kommen, müssen wir vielleicht mal auf Quelis mal ein bisschen gucken, ob es da Kohle zu kaufen gibt. Gut, als erstes losschippern, glaube ich. Das war die Quest. Das wollte mal gucken, ob wir doch ans Ende des Meeres kommen können, da noch weiter fragen können, jetzt wo wir die Quest haben, dorthin zu gehen, ob es uns dann erlaubt ist. Vielleicht können wir dann auf irgendeiner Insel auch den Fisch angeln, den wir brauchen. Ja, um mal Real Talk zu reden. Hier in Saman Mara. Es geht ja jetzt langsam. Ich glaube, Part 28 müsste das jetzt sein, den ich jetzt hier aufnehme. Es geht langsam auf den Part 30 zu. Also wir haben jetzt schon eine ordentliche Partanzahl erreicht. Und bei manchen Parts dachte ich zwischendurch mal, wird es ein bisschen dünn. Also die Nebenquests, da gibt es einige, die ich noch momentan nicht so leicht erledigen kann. Und die Hauptquest, die verwischt sich auch irgendwie. Mittlerweile irgendwie langsam. Da ist jetzt auch nicht mehr so ganz eindeutig, klipp und klar, was jetzt hier die Quest ist. Ich glaube, hier müssen wir hin, oder? Da müssen wir mal. Ich muss gerade mal gucken. Auf die Karte. Da müssen wir hin. Tempel des Ostens. Also erstmal ganz nach Osten, dann nach unten. Versuchen wir mal, nach Osten zu gelangen. Ich vermute, das wird nichts. Müssen wir erst unser Boot arbeiten lassen. Es kommt da nicht über die Grenze rüber. Aber ein Versuch ist es doch erstmal wert. Was ich sagen wollte jetzt im Real Talk. Das Let's Play nimmt halt sein Ende, wenn es keine Quests mehr gibt. Also wenn ich mit den Quests nicht mehr weiterkomme. Das kann jetzt schon nach diesem Part sein. Das kann jetzt schon der letzte Part sein heute. Es kann aber auch sein, dass das jetzt noch 10 Parts bekommt, das Projekt. Ich weiß es nicht, jetzt mit dem Boot vergrößern. Ich weiß nicht, wie schnell wir da drauf kommen. Ich weiß nicht, wie das läuft, wie schnell wir da das Boot vergrößern können. Einmal noch die Quest angucken. Okay, das ist, glaube ich, keine Sardine. Können wir trotzdem mal angeln. Ich habe keine Schnur. Na toll. Schnur müssen wir auch noch besorgen. Ansonsten ist heute angeln und dann mit Bram noch mal sprechen und dann. Ja, was war da noch? Einen stand noch
Angeln und vielleicht ein bisschen kochen und ja, kleine Nebenquests heute. Nach Süden müssen wir jetzt, glaube ich. Gucken wir nochmal auf die Map. Hier sind wir nach Süden und dann eigentlich noch mehr nach Süden. Sofern das geht. Ab in den Süden. So sieht's aus. Und dann gab es hier noch die Story mit den Piraten, die ich eigentlich auch gerne noch gezeigt hätte. Da muss auch noch irgendwas passieren. Keine Ahnung. Wahrscheinlich dann erst nur ein großes, ganz großes Schiff haben. Ja, ich sehe es schon, hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir wirklich nicht. Hier ist wahrscheinlich kein Weiterkommen. Da mal ein Stern. Schauen wir mal, was der Stern uns bringt. Vielleicht ist das schon die Quest. Tempel des Ostens. Also die Insel haben wir noch nicht entdeckt oder was? Doch, haben wir. Die haben wir schon entdeckt. Ach so, hier mal ein Küken. Das war das oder was? Ja, schöne Wurst. Das war es hier wert. Hier müssten wir nach unten. Na, Papa, mit diesem Boot kommen wir nicht weiter. Ja, da müssen wir unser Boot noch vergrößern. So schaut's aus. Tempel des Ostens. Zurück nach Quilis würde ich sagen, da geben wir jetzt ein bisschen Geld für aus. Haben wir nicht mehr oder was? Haben wir nicht mehr genug Geld? Das ist natürlich blöd. Wir kommen jetzt nach Quilis zurück. Nach Osten. Sind wir bei der Heimatinsel. Ja gut, müssen wir erstmal nach Norden, weil wir nach Osten gerade nicht können. Und nach Westen. Nach Westen natürlich. Ich wollte gerade sagen, kommt man noch geradewegs durch. Ja, also ich weiß nicht, was für eine Zukunft dieses Let's Play noch hat. Tja. Da kann ich auch nur sagen, lassen wir uns drauf ein und gucken wir mal. Und was das bringt. Eventuell ist das jetzt bald vorbei und dann werde ich ein neues Projekt anfangen. Habe ich vielleicht schon so eine Idee? Vielleicht kann man dann ein neues Let's Play morgens um 10 rausbringen. Es müsste jetzt die Heimatinsel sein. Oder nicht? Heimatinsel. Jo! Hühnchen ist jetzt auf der Insel. Und jetzt müssen wir nach Süden. Nee. Wir müssen hier lang. Nach Norden. Vom Steg aus. Wir haben auch noch gar keine anderen Tiere außer Hühnchenküken. Weil wir den Stein noch nicht gebaut haben. Könnten wir auch noch irgendwann mal machen. Das Material dafür sammeln und den Stall zu Ende bauen. Und wir das auf der Insel geschafft haben. Ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen was für ein paar Parts. Ein paar Parts wird es vielleicht noch reichen. Das mit dem Angeln, da habe ich jetzt keinen Plan von. So, nach Queenies wollten wir jetzt. So, was haben wir hier für Quests? Kohle wollen wir kaufen. Falls es das zu kaufen gibt. Mit Bam müssen wir reden. Mit Bam und Kohle kaufen. Okay. Das erstmal und dann schauen wir weiter. Mit Bam reden und dann mit Kohle reden. Mit Bam kaufen und Kohle reden. Was ist mein Geschenk? Ich habe meine Eiscreme perfektioniert. Ja,
Eiscreme. Der Geschmack ist etwas ungewöhnlich für Eiscreme. Magst du Orangen? Klar, auf meiner Insel gibt es ganz viele Orangen. Alles gut, hier ist das Orangeneis. Wieso ungewöhnlich? Fruchteis gibt es öfters, habe ich schon öfters gesehen. Ist gar nicht so ungewöhnlich. Du bist die Erste, die es kostet. Bram, du bist der beste Koch überhaupt. Brr. Eis am Stiel, ja. Also, es gibt es auch als Milcheis sozusagen jetzt. Ja, aber. Als Eis am Stiel sowieso. Orangeneis am Stiel, das ist so gewöhnlich. Wegwerfen. Paella können wir die machen, da brauchen wir Ananas für. Und Reis. Okay. Sprechen. Komm vorbei, wenn du eines meiner Gerichte probieren möchtest. Brr. Okay, wir haben Orangeneis am Stiel. Gerne mal kosten. Schlürf. Hat lecker geschmeckt. Okay. Ich hoffe, wir brauchten das nicht für irgendeine Quest. Meinen Namen haben wir verkackt. Okay, Kohle, Kohle, Kohle. Schauen wir mal, wo wir eine Mine finden und wo wir graben gehen können. Nein, ja, vielleicht gibt es das irgendwo. Gibt es hier irgendwo zu kaufen? Vielleicht hat es einer der Bewohner. Kohle? Du hast keine Kohle. Kohle! Sehr gut. Da hätte ich gerne 3 Bomben davon, glaube ich. Sehr gut, dann hat sich das erledigt. Dann können wir Feuer machen. Hat sich die Quest ge. So, Hammer können wir hier mal eben probieren. Ich meine, hier können wir nicht bauen, aber natürlich, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie waren es 3 oder 5? Ich glaube 3 Kohle. Wenn nicht, müssen wir noch mal zurück. Vielleicht verkauft doch jemand Fisch, dann können wir mal eben den Fisch kaufen. Dann müssen wir den nicht angeln. Hier wird es schon Abend. Sardinen brauchen wir. Fischmarkt. Sardine, das ist gut. Können wir uns eine kaufen? Ist das Eis auch das mit? Ist, können wir vielleicht alles hier kaufen und somit die Sache erleichtern? Silberhammer. Was haben wir denn aktuell für einen Hammer? Wir haben einen Silberhammer, oder? Ich weiß es nicht. Sardine. Okay, dann gehen wir damit mal zu dem Kollegen rüber. Wir müssen auch noch irgendwann mal drin schlafen. Jetzt haben wir nicht genügend Münzen. 40 Münzen, das würde ich einmal machen. Fürs Let's Play können wir da mal im Hotel schlafen. Bringt wahrscheinlich gar nichts. Aber wir können es mal machen. Um alles gezeigt zu haben. Der Vollständigkeit halber. Nicht zu groß, aber ich nehme so. Ich werde daraus eine leckere Mahlzeit zubereiten. Kaleb liebt gebackene Sardinen. Hier hast du noch mehr Köder. Es sind sogar ein paar verschiedene Arten. Wusstest du, dass Garnelen einst riesige Geschöpfe waren? Man konnte auf ihnen reiten und blieb mit dem Kopf trotzdem über Wasser. Sie wurden in schrecklichen Kriegen eingesetzt, so wurde es jedenfalls erzählt. Aber die Wahrheit ist, dass ich immer nur ganz winzige gesehen habe. Es ist aber trotzdem wichtig, Garnelen überhaupt respektvoll zu sein. Okay. Und jetzt mach dich auf den Weg zu Saini. Sie wartet schon auf dich. Sie hat angerufen und mich gebeten, dir dies zu sagen, falls ich dir dich sehen sollte. Ah, sehr schön. Saini ist doch. Okay, geh zum Leuchtturm. Das sieht nach der Hauptquest aus. Dann geht es weiter. Sieht doch toll aus. Vielleicht erfahre ich von ihr, wie ich mein Boot vergrößern kann. Das wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall übernachten wir vielleicht mal im Hotel. Müssen wir ein bisschen was verkaufen. Ach, 38, ja, 2 brauchen wir. Da müssen wir mal einen Holzstock verkaufen. Ja,
handeln. So, mal switchen hier. Ich verkaufe dir ein Ei. Sehr gut, das müsste reichen. Dann sind wir wieder pleite, aber Coach auch streamt GTA. Okay, machen wir es mal. Akzeptieren wir, übernachten wir hier. Das war ja phänomenal, da hat sich ja das Geld glatt gelohnt. Das war ja super Animation und so weiter. Das hat ja herzig. Das ist ja spitzenmäßig. Gut, dass wir es mal gemacht haben. Ja, da ist wirklich nichts dahinter. Du kannst doch auf dem Boot schlafen gehen. Ja, was wenige Meter entfernt steht. Nutzlos. Eine Errungenschaft gibt es auch nicht im Team. Also, ja. Wirklich richtig unnütz. Errungenschaften habe ich sowieso bei Saman Mara durch noch wenige gesehen. So eintreten. Koa, ich sende ein Funksignal aus, um Duna zu kontaktieren. Wer ist Duna? Sie war Mitglied in Hakus Club-Trupp. Sie war unsere Mechanikerin. Als ich die Marine in den Rücken kehrte, übernahm Duna die Position des Captains. Und heute hat sie mit mir Kontakt aufgenommen, per Funk. Mhm. Aber ich konnte sie wegen der Störgeräusche kaum verstehen. Ich glaube, sie ist weit weg und mein altes Funkgerät hat nicht genügend Reichweite. Gibt es etwas, was ich tun kann? Vielleicht kann die Antenne verbessert werden. Soll ich sie zu Akai bringen? Ein Versuch wäre es wert. Sie wird wissen, was zu tun ist. Kaputtes Funkgerät. Alles klar. Dann machen wir das hier vielleicht. Und dann kann uns vielleicht der neue Charakter ein bisschen weiterhelfen. In der Story, wie es da weitergeht. Dann ist das hier doch noch nicht aller Tage Abend. Das Ende des Let's Plays. Kai, weißt du, was ein Funkgerät ist? Natürlich, aber es ist Jahre her, dass ich zuletzt eins gesehen habe. Es ist eine uralte Technologie. Ich habe eins. Wunderschön. Was möchtest du denn damit machen? Kannst du die Reichweite erhöhen? Ich sehe schon, die Antenne ist etwas beschädigt. Kann ich dir helfen? Ich werde etwas Kupfer gebrauchen und ein paar neue Batterien. Aber ich kenne nur einen Ort, wo du auf dieser Insel an welche kaufen kannst. Wo? Auf dem Markt. Ist gut, ich gehe welche kaufen. Sie sind wirklich teuer. Die Marktfrauen ziehen jeden über den Tisch. Ach, da verkaufe ich mein ganzes Inventar. Die Kohle muss ich nur behalten. Geh zum Markt und rede mit Billy, um Batterien zu kaufen. Aber erstmal Kupfer. Das kaufe ich einfach bei dir. Warum du es nicht einfach behältst. Aber gut, Rohgold. Das muss doch was wert sein, oder? 84 Münzen. Kann ich das vielleicht zu Goldbarren schmieden und das dann, das dann für mehr verkaufen? Rohgold ist wirklich ziemlich wertlos hier. Ich verkaufe hier gerade mein Zeugs für das Kupfer. Ich brauche hier mal gerade mein Kupfer. Das Eisen kann ich doch loswerden. So, handeln. Ein bisschen Kupfer. So, wie viel brauchen wir denn für deine Quest? Okay, Kupfer war gar nicht die Frage. Na schön, haben wir jetzt Geld verschwendet. Egal, ich gehe auch schon wieder hin. Sie hat gesagt, sie braucht Kupfer und Batterien. Vielleicht hat sie das Kupfer schon. Dann habe ich jetzt hier... Ja, habe ich umsonst gekauft. Tja, gut. Auf den Markt. Müll mitnehmen. Unterwegs hier mal ein bisschen was für die Umwelt tun. Da ist schon der Markt. Der wasserspeiende Wal oben drauf. So, Batterien. Einer von euch verkauft Batterien.
Batterien 518. Okay, das ist wirklich massiv teuer. Da muss ich ein bisschen was verkaufen. Metallrohr. Das bringt's nicht. Was ist denn hier besonders teuer? Honig könnte ich verkaufen. Zweimal Honig. Ein Reiskuchen, den ich sowieso nicht mehr brauche. Leuchtende Würmer. Goldbarren. Verkaufe ich den Goldbarren? Okay. Batterie. Ach, das ist ja. Enorme Preise. Kupfer kann ich noch verkaufen. Das bringt es nicht wirklich. Holz. Das wird es noch nicht ganz bringen. Was haben wir denn hier noch? Rohsilber. Das ist ein bisschen was wert. Reicht das jetzt? 518, ja, das reicht. Sehr gut, haben wir eine Batterie. Aber was ich dafür Rohsilber und Goldbarren und so weiter. Das ist aber wirklich Wucher. Im wahrsten Sinne des Wortes.